Der Jude mit dem Hakenkreuz. Im Ersten Weltkrieg ist er der höchst dekorierte jüdische Jagdflieger. Dieses Medaillon trug er bei jedem seiner Luftkämpfe bei sich. Zunächst brachte es ihm Glück, doch dann wendete sich das Schicksal. Die Terrorherrschaft der Nazis stürzte ihn und seine Familie ins Verderben. Und damit herzlich willkommen bei Planet Wissen. Der Jude mit dem Hakenkreuz ist Fritz Beckert. Und ich freue mich jetzt sehr, dass der Enkel Lorenz Beckert bei uns ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Ja. Hier auf diesem alten Buchtitel, da sieht man Ihren Opa im Flugzeug und am Rumpf das Hakenkreuz. War Ihr Opa ein Nazi? Könnte man denken, wenn man das so sieht. Wobei Adolf Hitler ja das Hakenkreuz erst 1921 zum Symbol seiner Bewegung, wie er das selbst gesagt hat, gemacht hat. Nein, das war das Glückssymbol, das mein Großvater, wie er fand, sicher durch den Ersten Weltkrieg gebracht hat. Den hat er vom ersten bis zum letzten Tag mitgemacht, überlebt. Und die Kampfflieger im Ersten Weltkrieg haben ihre Flugzeuge individuell bemalt. Man kennt den Roten Baron, ja. Manfred von Richthofen, und mein Großvater hat das Glückssymbol ein Hakenkreuz gewählt. Er war aber Jude. Er war Jude. Und wie und wann haben Sie denn erfahren, dass Sie jüdische Nachkommen haben, dass Sie aus einer jüdischen Familie kommen? Das ist eher beiläufig passiert. Ich bin getauft worden im katholischen Kindergarten gewesen. Ich war Messdiener. Ich bin in einem katholischen Internat gewesen, wo ich mein Abitur gemacht habe, und habe etwa mit 18 eher so beiläufig in einem Familiengespräch aufgeschnappt, dass wir eine NS-Verfolgungsvergangenheit hatten, dass meine Eltern Nazi-Verfolgte waren, und erst Jahre später dann auch feststellen dürfen, dass ich astreiner Jude bin sozusagen. Und was glauben Sie, warum kam das erst so spät ans Tageslicht? Mein Vater hat mir später mal gesagt, er hat mich taufen lassen, weil er nicht wollte, dass ich als Jude in Deutschland aufwachse. Und das hat sicherlich was mit seiner Erfahrung in der Jugend zu tun. Aber dazu gehörte dann auch noch, dass meine Eltern beide aufgrund ihrer Erfahrungen lieber über die Vergangenheit geschwiegen haben, als zu reden, weil sie nicht schlechte Gefühle aufwecken wollten wieder. Sie haben mit ihren Eltern nicht geredet, ihre Eltern haben mit ihnen nicht geredet, und das haben sie an uns Kinder weitergegeben. War das damals einfach so üblich, dass man nicht groß drüber geredet hat? Ja, das war durchaus üblich. Also es war nicht nur so, dass in den sogenannten Täterfamilien, also wo der Großvater oder der Vater bei der SS war zum Beispiel, ja, nicht gesprochen hat und dann in die 68er-Bewegung kam und die Eltern gefragt hat, was habt ihr denn damals getan, sondern es ist auch in vielen, aber nicht in allen, aber in vielen auch Opferfamilien, in vielen jüdischen Familien nicht geredet worden, aber da eben mehr aus der Angst heraus, dass man die Kinder nicht traumatisieren will, indem man ihnen erzählt, was den Eltern oder Großeltern passiert ist. Ihr Großvater ist kurz nach Ihrer Geburt gestorben. Sie haben über das Leben von ihm, aber auch das Ihrer Familie jahrelang recherchiert und dabei so manche Überraschungen erlebt. Um diese spannende Geschichte, ja, um diese geht es heute in unserer Sendung. Und sie beginnt im Ersten Weltkrieg. ...1916. Der Erste Weltkrieg bringt neue Waffen, neue Helden. Jagdflieger wie Richthofen, Immelmann oder Bülke. Draufgängertum, Mut, Modernität. Der Ruf der Fliegertruppe zieht junge Männer magisch an. Einer von ihnen ist der Infanterist Fritz Beckert. Er ist Jude und gilt deshalb als Soldat zweiter Klasse. Dennoch ist er schon Unteroffizier, wegen besonderer Tapferkeit. Adler, Löwen, Totenköpfe haben die Piloten auf ihre Maschinen als Glückszeichen gemalt. Fritz Beckert wählt für sein Flugzeug ein altes Sonnensymbol, das mittlerweile bei nationalgesinnten Kreisen Mode ist. Das Hakenkreuz. Seine Schwester hat es ihm als Amulett geschenkt. Fritz macht sich in der Elitetruppe schnell einen Namen. 17 Abschüsse werden die Akten später verzeichnen. Fritz kämpft für sich, für den Kaiser, für Deutschland. Er wird mit fast allen hohen Orden dekoriert, die das Deutsche Reich zu vergeben hat. Da war er stolz, vielleicht auch zu Recht. Auch schon in der Familie hat dieses "Wir sind Deutsche", dieses Bewusstsein, ein Deutscher zu sein, das war ausgeprägt. Die Fliegertruppe ist ein exklusiver Club.
Hier entstehen Freundschaften, Legenden und Karrieren. Fritz gehört dazu. Er fliegt im gleichen Geschwader wie Hermann Göring. Der wird 20 Jahre später der zweite Mann nach Hitler sein. Und Fritz Beckhardts Foto prangt nach dem Krieg auf dem Titel eines populären Buches über jüdische Fliegerhelden. Das haben wir hier gerade gesehen. Herr Beckhardt, welche Rolle spielte Ihr Großvater in Ihrem Leben, als Sie noch Kind oder Jugendlicher waren? Keine sehr große. Er ist ja kurz nach meiner Geburt gestorben. Später habe ich dann erfahren, er hätte mich kurz nach der Geburt dann im Arm gehalten, auch noch mal geweint. Er war schon schwer krank, er konnte nicht mehr reden wegen Schlaganfällen. Mhm. Ich habe meine Kindheit intensiv mit meiner Großmutter verlebt, mit seiner Frau. Die war 14 Jahre jünger und hat ihn 20 Jahre überlebt. Aber da hing er als Porträt an der Wand und es wurde eigentlich nicht viel über ihn gesprochen. Mhm. Aber heute wissen Sie, er war kein Nazi, aber war er denn Nationalist und Militarist? Beides, ganz sicher. Ja, er war sicherlich ein extremer Patriot, der im Deutschen Kaiserreich aufgewachsen ist. Er war Turner und Turnen war nicht nur eine Sportart im Kaiserreich, sondern das war immer verbunden mit der Vermittlung nationaler patriotischer Ideologie. Da gab es Schulungsabende in den Turnvereinen und insofern ist er ist in diesem jüdischen Bürgertum aufgewachsen, das im Kaiserreich in der bismarckschen Politik sozusagen das Ankommen in der deutschen Identität quasi gefeiert hat, weil sie da zum ersten Mal so richtig gleichwertige Bürger waren. Und in den Krieg dann zu gehen, das war sozusagen the cherry on the cake. Das war die Vervollkommnung seiner Identität. Aber Sie haben gesagt, es wurde nicht viel über ihn geredet. Wie haben Sie denn trotzdem erfahren, dass er ein Kriegsheld war? Ja, was war das für eine Situation? Ich bin irgendwann mal, also mein Vater hat mir schon mal erzählt, dass der Opa im Krieg Flieger war. Ja. Ja, aber das hat mich eine ganze Weile auch nicht besonders interessiert. Ich bin ja als Jugendlicher eher linksorientiert gewesen und eher antimilitaristisch erzogen, mein Vater eher auch. Ich bin dann in Israel mal durch Zufall in ein Antiquariat gestolpert und habe dann in einem Gespräch über meinen Großvater erzählt, über unsere Familie erzählt und plötzlich hält mir der Antiquar dieses Buch hin und da ist mein Großvater drauf und drin wird er auch erwähnt. Und da haben Sie den sofort erkannt? Ich meine, das Bild ist klein, alt, das Foto dazu. Das Bild kannte ich schon. Mein Vater hatte dieses Bild mir irgendwann mal gezeigt, aber drin ist er ja auch namentlich erwähnt, denn auf Seite 49 und da steht dann auch unter anderem, Zitat, das ist das Hakenkreuz des Juden Beckhardt. Und da habe ich dann schon mal angefangen zu recherchieren. Und wie war Ihre erste Reaktion, als Sie das erfahren haben, mein Opa war Kriegsheld? Och, hat mich relativ kalt gelassen. Also ich wusste, da ist eine starke Geschichte dahinter, die will ich jetzt irgendwie wissen. Aber emotional hat es mich jetzt nicht besonders irgendwie mitgenommen, weil, okay. Ja. Aber es war in einer interessanten Phase in Ihrem Leben. Sie waren so ein bisschen auf der Suche nach den Wurzeln des jüdischen Glaubens, sind nach Israel gefahren, haben also dann erfahren, dass Ihr Opa Kriegsheld war, waren aber politisch, haben es gerade erwähnt, schon eher links und standen damit ja politisch gesehen eigentlich gegen Israel. Wie haben das denn Ihre Verwandten so aufgenommen, dass Sie so auch mit den Palästinensern damals eher sympathisierten? Ja, gegen Israel würde ich nicht sagen. Also ich war so ein bisschen eingenordet von der, ich sag mal, der linksradikalen politischen Bewegung der 80er und 90er Jahre gegenüber der Besatzungspolitik der Israelis und habe natürlich das schon als ein schweres Unrecht angesehen, was ich übrigens heute auch immer noch als Unrecht betrachte. Und bin dann natürlich mit den Verwandten in Israel teilweise hart aneinander geraten, aber die haben auch gemerkt, dass ich in meiner Radikalität, die mir wahrscheinlich aus den Augen gesprüht ist damals, noch nicht so richtig herangereift war. Zumindest in meinen ersten Besuchen als Jugendlicher. Ich habe da viel Blödsinn von mir gegeben, den ich auch in dem Buch beschrieben habe, aber die waren sehr tolerant und haben irgendwie gesagt, der Junge wird sich noch beruhigen und ich sag mal so, zum Glück haben Sie auch recht gehabt. Mhm. Und Sie haben sich dann Ihr ganzes Leben lang immer mal wieder mit dem Judentum beschäftigt, haben sich dann als erwachsener Mann sogar beschneiden lassen, warum Sie das gemacht haben, dazu später. Und jetzt gucken wir erstmal wieder auf die Geschichte Ihres Großvaters zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratet er nämlich Rosa Emma Neumann. Sie ist die Erbin eines aufstrebenden Handelsunternehmens und die Familie lässt sich in der Nähe von Wiesbaden nieder. Wiesbaden. Nach dem Ersten Weltkrieg gehört die Stadt zum französisch besetzten Teil des Rheinlands. Die Besatzung empfinden die Deutschen als Demütigung. Doch ansonsten lebt es sich gut im ehemaligen Lieblingskurort des Kaisers.
Das ist der Ort, an dem Fritz Beckhardt sich niederlassen möchte. Er ist jetzt 37 Jahre alt. Er hat die richtige Frau gefunden. Emma Neumann aus einer angesehenen jüdischen Familie im romantischen Vorort Sonnenberg. Von seinem Schwiegervater übernimmt er das florierende Geschäft, verkauft Kaffee, Lebensmittel, Bekleidung. Zu Anfang ist es eine Ehe ohne Schatten. 1927 wird Kurt geboren. 3 Jahre später Hilde. Die Beckhardts sind in Wiesbaden-Sonnenberg angesehene Leute. Sie haben ein Auto, sie haben Personal. 1930 kommt ein neues Dienstmädchen zu den Beckhardts, Lina Lahr. Emma Beckhardt hat seit der Geburt ihrer Tochter gesundheitliche Probleme. Die Ehe wird distanzierter. Fritz beginnt ein Verhältnis mit Lina, dem Dienstmädchen. In Sonnenberg stehen die Häuser eng beieinander. Es gibt nicht viele Geheimnisse. Fritz Beckhardt lebt ein selbstbewusstes Leben als angesehener Bürger. Er hat ein gutes Verhältnis zu den nationalen und zu den sozialdemokratischen Nachbarn, ist Mitglied im Reichsbund jüdischer Frontkämpfer, macht mit beim Turnverein, beim Gesangsverein. Bald ziehen Lastwagenkolonnen mit flatternden Hakenkreuzfahnen über die Taunusstraßen. Bierdunst, Geschrei, Imponiergehabe umweht die SA-Trupps. In den Dörfern finden sie ein dankbares Publikum. Der 30. Januar 1933 macht aus dem Spuk endgültig Realität. Kaum sind die Nationalsozialisten in Berlin an der Macht, rufen sie am 1. April zum Boykott jüdischer Geschäfte im ganzen Land auf. In Sonnenberg wird der Laden der Beckhardts belagert. Und weitere Informationen über die Machtergreifung der Nationalsozialisten und das Dritte Reich finden Sie auf unserer Internetseite. Dort haben wir ein sehr umfangreiches Angebot zu diesem Thema für Sie zusammengestellt. Zum Beispiel erfahren Sie, wie sich das NS-Regime Anfang der 1930er Jahre etablieren konnte. Von der Ernennung Hitlers am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler dauerte es gerade mal 1,5 Jahre. Bis Deutschland eine Diktatur war. Wieso das so schnell gehen konnte, auch das erfahren Sie also unter www.planet-wissen.de. Viele waren ja von der schnellen Etablierung des NS-Regimes überrascht. Herr Beckhardt, was haben Ihre Recherchen ergeben? Wie hat das Ihr Großvater erlebt? Hat er vielleicht die Nationalsozialisten unterschätzt? Unterschätzt haben die Nationalsozialisten viele Menschen, auch viele Juden. Wobei ich habe für mich total überraschende Artikel aus der jüdischen Zeitung aus Hessen gefunden, wo ein Mitglied der Gemeinde schon 1930 unglaublich exakt vorherbeschrieben hat, was mal passieren wird, wenn die Nazis an die Macht kommen. Was mich, der ich im Geschichtsunterricht in der Schule früher auch gelernt hatte, die Deutschen wussten ja nicht, was kommen konnte, Mitglieder, dann schon noch mal ein bisschen stutzig gemacht hat. Also heute würde ich sagen, doch, sie konnten das wissen. Aber Ihr Großvater offensichtlich nicht. Wollte es nicht. Nee, der hat damit nicht gerechnet. Der ist ja sogar noch 1933, nachdem Hitler schon Reichskanzler war, als Mitglied des Vorstands des Reichsbunds Jüdischer Frontsoldaten in die Reichskanzlei gefahren, um dort mit der neuen Regierung der Nationalen Revolution über die Eingliederung der deutschen Juden ins neue Deutschland zu reden. Also da waren viele Juden von der rechten Seite. Mein Großvater war, sagen wir mal, Mitte rechts, würde ich sagen, da gab es sogar Extreme, die fanden die Nazis eigentlich ganz okay. Das Einzige, was sie störte, war der Antisemitismus. Der Rest war doch prima. Aber jüdische Nazis? Ja, jüdische Nazis. Es gibt ja ein Kapitel in meinem Buch, das habe ich genauso betitelt. Ich würde sagen, es gab jüdische Nazis in der Anfangszeit. Allerdings 1934 war der Spuk dann schon schnell vorbei. Aber in der Anfangszeit gab es, gibt Artikel in jüdischen Zeitungen, die begrüßen im Grunde genommen die neue Bewegung und die neue Partei und rechnen damit, dass sich die Geschichte mit der Judenfeindschaft schon irgendwann mal geben wird, wenn Hitler erstmal richtig in Verantwortung ist. Und das war eine Täuschung. Ja,
Anfang der 30er Jahre ging es aber ihm und seiner Familie noch sehr gut. Fuhr ein schnelles Auto, hatte Hausangestellte. Wann und warum wurde es dann für Ihre Familie sehr schnell schwierig? Ja, so richtig schwierig wurde es eigentlich erst, nachdem er 1937 verhaftet wurde. Er hat das Geschäft aufgeben müssen aufgrund des Boykotts, ist in die Innenstadt von Wiesbaden. Viele Juden haben sich versucht, noch lange in der Anonymität von Großstädten, in den Innenstädten irgendwie aufzuhalten, wo man nicht mehr so die Nachbarn hat, die einen kennen. Das hat eigentlich noch eine Weile funktioniert. Er hat als Kaufmann auch durchaus noch reüssiert. Mhm. Sie haben auch noch Auslandsreisen gemacht. Und dann wurde er 1937 denunziert und wegen Rassenschande angeklagt und inhaftiert, verurteilt, später ins KZ gebracht. Und das hing halt mit der, wie wir gerade gesehen haben, mit der Hausangestellten Lina Lahr zusammen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Genau. Aber in der Zeit zwischen 33 und 37, was hat sich da verändert? Da hat sich im Grunde genommen natürlich die, ja, Schritt für Schritt, die Gesetzgebung gegenüber den Juden wurde immer verschärft. Höhepunkt war September 35, die Nürnberger Gesetze. Und seit dem Zeitpunkt war ja auch dieses Liebesverhältnis, was mein Großvater mit dem arischen Hausmädchen hatte, plötzlich eine Straftat. Ja. Das war so das Gravierendste. Aber was man immer wissen muss, es ist nicht so gewesen, dass man schon 1933 wusste, dass mal Auschwitz kommt. Und das heißt, im Grunde, viele Juden konnten auch noch irgendwie einigermaßen ein bürgerliches Leben führen, bis es später zur Reichspogromnacht kam und zu diesen Auswüchsen. Wir tasten uns langsam in der Geschichte voran. Die judenfeindliche Propaganda der Nationalsozialisten verbreitet sich. Also Anfang der 1930er Jahre rufen die Nationalsozialisten zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Der Boykott zeigt Wirkung. Die Geschäfte gehen schlecht und in Sonnenberg, wo jeder jeden kennt, werden die Beckhards als Juden nun geschnitten. ...1934 entschließen sie sich, das Geschäft zu verpachten und in die Wiesbadener Innenstadt zu ziehen, in das Haus eines jüdischen Eigentümers. Es scheint so, als ob die Beckhards hier Ruhe finden könnten. Ein Nachmittag auf dem Balkon. Mit Eltern, Schwiegereltern und Kindern. Doch von einem Kind gibt es keine Fotos im Familienalbum. Lina, das Dienstmädchen, hat einen Sohn bekommen. Die beiden leben nun in Mainz. 1935. Die NSDAP hält in Nürnberg ihren jährlichen Parteitag. Hitler forciert den Terror gegen die Juden. Er lässt die Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes beschließen. Verkündet werden sie von Hermann Göring. Zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Die Rassegesetze werden sich direkt auf das Leben der Beckhards auswirken. Fritz' Liebesaffäre mit Lina, die immer noch andauert, gilt jetzt als Rassenschande. Nachbarn denunzieren die beiden. Am 27. Oktober 1937 wird Fritz verhaftet. Im Wiesbadener Landgericht wird Fritz Beckhard der Prozess gemacht. Das Liebesverhältnis zwischen einem Mann und einer Frau. Die Nazis machen daraus ein Schwerverbrechen. Die drei Richter, die Schöffen, der Staatsanwalt, erörtern die Liebesnächte, die Geburt von Werner, den Umzug der jungen Mutter nach Mainz. Der Angeklagte ist geständig. Auch die Zeugin Lina Lahr streitet nichts ab. Am 14. Dezember 1937 erfährt Fritz Beckhard das Urteil. Ein Jahr und 9 Monate Gefängnis. Von Zuchthaus wird abgesehen wegen der außerordentlichen Verdienste im Weltkrieg. Die Beziehung und die Geburt des Kindes seien schwere Verstöße gegen eines der Grundgesetze des Dritten Reiches. Herr Beckhard, Ihr Großvater musste also wegen der Liebesbeziehung mit dem Dienstmädchen Lina ins Gefängnis. Wissen Sie, ob oder was Ihre Großmutter davon wusste? Also
Sie wusste natürlich alles, weil sie natürlich auch beim Prozess zugegen war. Und beim Prozess hat ja Lina Lahr, das Dienstmädchen, ausgesagt, mein Großvater ausgesagt. Und beide haben ja auch gestanden, diese Liebesbeziehung unterhalten zu haben. Wie hat sie das erlebt? Wie ist sie damit umgegangen, mit dieser wahnsinnig schwierigen Situation? Sie hat da nie drüber gesprochen, auch nicht mit meinem Vater, also auch nicht mit den Kindern. Sie konnte sehr hart, sehr stark einstecken, das musste man ja auch in der Zeit. Man darf aber auch nicht vergessen, sie hat ja zu ihrem Mann gehalten die Zeit, auch danach im Gefängnis, auch während der KZ-Zeit. Aber wenn der Ehemann 1937 unter dem Nationalsozialismus in einer jüdischen Familie plötzlich verhaftet wird, damit war ja auch die wirtschaftliche Existenz der Familie zu Ende. Und ab dem Zeitpunkt hat die Familie ja nur noch von der Substanz gelebt. Da können sie sich nicht einfach von ihrem Mann trennen in dem Moment, wenn sie Kinder haben und auch noch Eltern haben. Ja. Das war eine existenzielle Frage. Mhm. Und sie hat das geschluckt. Ob sie es ihm jemals wirklich verziehen hat, das wissen wir nicht. Mhm. Sie haben ja lange von dieser Geschichte gar nichts gewusst. Warum eigentlich? Ja, mein Vater hat auch nichts davon gewusst. Mein Vater ist als Kind komplett davon abgeschirmt worden. Ja, der hat gar nichts mitgekriegt. Nein, er kam eines Tages von der Schule und der Vater saß nicht mehr beim Mittagessen. Und dann sagte die Mutter, den hat die Gestapo abgeholt. Und wahrscheinlich hat er noch mal eine Nachfrage gestellt, die wurde abgewiesen. Und damit war klar, das ist ein Thema, über das wird hier nicht geredet. Mhm. Und dann kam ab und zu mal ein Onkel zu Besuch, der war wohl auch im Gefängnis. Und dann hat die Familie sich immer abgeschottet, da gingen die Türen zu, die Kinder blieben draußen. Und mein Vater hat im Grunde genommen bis ins Jahr 2004 nichts davon gewusst. Und im Jahr 2004 ist dann plötzlich der Sohn meines Großvaters mit Lina Lahr, mit dem arischen Dienstmädchen, plötzlich in unserem Familienleben aufgetaucht. Wie aus dem Nichts, 70-jährig. Und dann kam alles wieder erneut auf den Tisch. Ja, und dann hat mein Vater sich plötzlich zum Beispiel auch erinnert, dann tauchten Bilder auf in seiner Erinnerung, dass er schon mal mit seinem Vater in diesem Dorf war, wo die Lina Lahr ursprünglich herstammte. Und als dann sein Halbbruder, wie man sagt, wir sagen Bruder in der Familie, ihm dann über die Geschichte erzählte, da fiel mein Vater ein, ich glaube, ich war mal bei deinen Großeltern, ich war da schon mal. Da tauchten so Bilder auf, aber er hatte das komplett, das war nicht mehr da. Ja. Er weiß eigentlich erst seit gut 10 Jahren, warum sein Vater überhaupt verhaftet wurde. Irgendwann haben Sie dann beschlossen, die Geschichte Ihrer Familie zu veröffentlichen, ein Buch zu schreiben. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert? Meine Eltern waren anfangs sehr zögerlich, aber bevor das Buch auf den Markt kam, hat der WDR ja eine Dokumentation gemacht über meinen Großvater, in dem mein Vater schon aufgetreten ist. Aha. Und den Prozess meiner Eltern, die am Rande von Wiesbaden in ziemlicher Anonymität lebten und keiner der Nachbarn wusste von unserer jüdischen Verfolgungsgeschichte. Die Eltern dazu zu überreden, zu dieser Dokumentation, das war schon ein gewisser Aufwand, nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und für das Buch war es dann nicht mehr so schwierig. Und Ihr Vater hat sich dann immer mehr auch Ihnen gegenüber geöffnet und hat Ihnen auch Geschichten aus der Kindheit erzählt, unter anderem von einem Erlebnis in seiner jüdischen Schule. Was ist da passiert? Ja, da gab es mehrere kuriose Geschichten. Nur die kurioseste, finde ich, ist eigentlich die gewesen, dass der NSDAP-Kreisleiter, das ist also der NSDAP-Chef von Wiesbaden, der Chef der Stadt, der gleichzeitig auch Schulrat war, der kam mal zu Besuch in die Klasse, wo er als einziger Jude in der letzten Reihe der Schule saß. Und dann fragte der Lehrer, wer kann denn zu Besuch des Schulrats hier ein Hitlerjugendlied singen? Hoffentlich war die ganze Klasse so eingeschüchtert und mein Vater kannte alle Hitlerjugendlieder auswendig. Warum? Der liebte auswendig lernen und der hat die irgendwie aufgeschnappt und hat die auswendig gelernt. Er war ja auch ausgegrenzt, vielleicht hat er auch so eine heimliche Sehnsucht gehabt, dabei zu sein, aber er bestreitet das eigentlich. Mhm. Er sagt, nein, er hat einfach gern auswendig gelernt. Ja, und dann plötzlich hat er den Arm gehoben, weil sich sonst keiner gemeldet hat, ist nach vorne gegangen, dem Lehrer, der Nazi war, war das unglaublich peinlich und hat dort dieses Hitlerjugendlied gesungen. Das Interessante bei der Sache war, dieser NSDAP-Kreisleiter war eine Weile lang, der Sohn dieses NSDAP-Kreisleiters war eine Zeit lang mal der beste Freund meines Vaters. Das war ein Nazi. Aber der war kein Antisemit. Der hat es also geduldet, dass mein Vater 34, 35 in dieser Zeit noch Jude. Bei ihm in der Wohnung gespielt hat. Oh. Ein jüdischer Junge konnte mit seinem Sohn in der Wohnung spielen. Das gab es im Prinzip auch. Der Nationalsozialismus war eben nicht so schwarz-weiß, sondern er hatte eben auch Schattierung. Und, Die Situation für die Familie wird 1938 immer bedrückender und bedrohlicher. Die Sanktionen immer radikaler. Im September verloren die jüdischen Ärzte ihre Zulassung. Und dann der 9. November 1938, die Reichspogromnacht. In der Nacht des 9. November 1938 brennen in ganz Deutschland die Synagogen. Auch die Wiesbadener Synagoge am Michelsberg wird von SA-Leuten niedergebrannt.
Ich war sehr schockiert und traurig. Und wie gesagt, da habe ich das erste Mal so ein innerliches Angstgefühl bekommen. Weil ich das konnte ich ja nicht auf die Reihe bringen, wie man so schön sagt. Doch der Pogromnacht folgt ein Hoffnungsschimmer. England will 10.000 jüdischen Kindern Asyl geben. Von Frankfurt fährt die Kindergruppe nach Bremerhaven Überseebahnhof. Ich war hochbegeistert, nach England zu kommen. Ich konnte mir keine Vorstellung machen von England, aber weg von hier. Die 100 jüdischen Jungen sind im Barmhaus Haus ohne Lehrer, Eltern oder Geschwister. Sie vertreiben sich die Zeit mit Lesen und Spielen. Das hört sich ja eher angenehm an. Ihr Vater Kurt, den wir eben gehört haben, war 12, als er nach England gefahren ist. Was wissen Sie über diese Zeit? Wie hat er sie erlebt? Ja, es war schon ein Stück weit eine Befreiung. Also als dann er auf dem Schiff war und die deutsche Küste im Nebel irgendwann versank, hat er schon das Gefühl gehabt, dass das, was er an Schmähungen, auch an Prügel, an Ausgrenzung irgendwie hinter sich hatte, dass das vorbei war. Und zuerst mal, abgesehen von den Nächten, in denen dann immer das Heimweh wieder zurückkam, hat er dann die Zeit in diesem Flüchtlingsheim, in diesem Flüchtlingskinderheim eigentlich als eine sehr befreiende und schöne Zeit erlebt. Er erzählt auch immer wieder, dass da keine Schule gab. War für ihn besonders schön. Aber kann man sich ja vorstellen, für einen 12-Jährigen ist es toll. Ne? Wochenlang keine Schule? Wochenlang keine Schule, nur spielen, draußen sein. Ein bisschen Religionsunterricht, gab sogar jüdischen Religionsunterricht. Er hat sogar sich im Alter noch mal daran erinnert, dass er seine Bar Mitzwa da hatte, also das, was beim Katholizismus die Kommunion oder die Konfirmation bei den Evangelien ist, im Judentum die Bar Mitzwa. Aber ansonsten hat er wirklich, für ihn war der Schulunterricht so gut wie beendet, als er in England war. Er hat keinen Schulabschluss machen können. Ich wollte gerade sagen, welche Folgen hatte das? Irgendwann muss sich das doch geändert haben. Oder ist er seit der 12 nie wieder zur Schule gegangen? Er ist noch mal ganz kurz in Sheffield später. Er hatte verschiedene Stationen in England durchgemacht, kurz mal in die Schule gegangen. Aber diese Organisationen, die Kinder nach England geholt hatten, hatten nicht in allen Fällen Geld, um die Kinder bis zu einem Schulabschluss bringen zu können. Insofern ist er dann in die Industrie gegangen und hat dann Warwork gemacht, also Kriegsarbeit geleistet. Er hat in der Industrie gearbeitet, in der Rüstungsindustrie. Mhm. Und er erzählt immer wieder ganz stolz, er hat mitgeholfen, die Battle of Britain zu gewinnen, also die Deutschen sozusagen von der englischen Insel fernzuhalten, weil er hat so kleine Teile für die Spitfires, für die Jagdflieger gebaut, mit denen dann die Deutschen angegriffen wurden. Und ich finde, er ist da zu Recht stolz drauf. Also es ist schon auch eine prägende Zeit für Ihren Vater gewesen, natürlich auch in dem Alter, Pubertät, man wird erwachsen, da nimmt man alles auch viel intensiver auf. Aber auch als Kind, nochmal zu dieser Situation, als er von seiner Großmutter als 12-Jähriger in Deutschland an den Bahnhof gebracht wurde. Er hat danach seine Großmutter nie wieder gesehen. Seine Großeltern im Prinzip. Ja, oder Großeltern. Genau, er hat sich da von den Großeltern verabschiedet, eigentlich in aufgeregter Stimmung. Ich fahre nach England, das ist ja im Prinzip so in dem Alter wie eine ganz aufregende Reise, das erste Mal ins Ausland. Er hat dann erst als Erwachsener, später dann nach 45, hat er dann begriffen, was für ein schwerer Moment das für seine Großeltern gewesen sein müssen. Er geht davon aus, dass sie schon wussten, dass dass sie den Jungen nie wiedersehen würden. Für ihn war es das letzte Mal. Die Großeltern sind dann in Theresienstadt und Treblinka ermordet worden, ja. Als ihr Vater kurz in England war, saß der Großvater Fritz in Deutschland wegen Rassenschande im Gefängnis. Wir haben es gerade gehört, weil er eben ein Verhältnis mit dem Dienstmädchen Lina hatte. Nach dem Urteil der Richter hätte er nach 1 Jahr und 9 Monaten wieder freigelassen werden müssen. Aber es kam leider ganz anders. Für Fritz Beckhardt endet am 29. Juli 1939 die reguläre Haftstrafe. Doch anstatt in die Freiheit entlassen zu werden, wird er in Schutzhaft genommen. Das heißt Konzentrationslager. Er wird nach Buchenwald gebracht. Emma Beckhardt hat seit der Verhaftung immer zu ihrem Mann gehalten. Und fast jeden Tag muss sie den Behörden Rechenschaft ablegen. Sie sucht nach Wegen für eine gemeinsame Ausreise. Es ist der erste Kriegswinter. Fritz kommt in die Strafkompanie und muss 7 Tage in der Woche im Steinbruch arbeiten. Die Chancen für einen Juden, noch dazu mit Rassenschande im Strafregister, hier herauszugelangen, sind winzig. Und doch geschieht das Wunder. Fritz wird mit dem Hinweis auf seine Verdienste im Ersten Weltkrieg entlassen.
Die Beckhards dürfen Ende 1940 endlich über Portugal nach England ausreisen. Für die Neuankömmlinge aus Deutschland ist die Millionenmetropole an der Themse eine fremde Welt. Mein Vater hat die Sprache nicht beherrscht, von beherrschen, er hat sie überhaupt nicht gelernt und hat sich mit seiner Art, die war alles andere als britisch, da hat er sich nicht so gut eingeführt in seine Umgebung als meine Mutter. Und meine Mutter ist eigentlich, besonders in Golders Green, überhaupt nicht aufgefallen. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight. 8. Mai 1945. Deutschland hat kapituliert. London steht Kopf. Long live the cause of freedom. Ich bin mit meinem Freund nach Piccadilly Circus ins Herzen des West Ends und da war der Teufel los. Da war Musik, da war Fahnenmeer, da war getanzt. Also das war ein stundenlanges Freuen, Jauchzen, Singen und Krölen. Kurt ist mit dem Herzen ein junger Engländer geworden. Er ist lustig, er ist fleißig. Er arbeitet in einer Auto- und Panzerwerkstatt. Kurz danach kam das ins Gespräch, wir gehen wieder zurück. Kurt wird den Eltern nach Deutschland folgen. Seine Schwester, obwohl jünger, denkt nicht daran. Wiesbaden-Sonnenberg, 1950. Per Gericht haben sich die Beckhards ihr Geschäft zurückerstritten. Doch es dauert noch ein halbes Jahr, bis der Pächter, ein ehemaliger Nazi, den Laden freigibt. Also ihre Großeltern und ihr Vater sind wieder zurück in Deutschland. Aber nochmal zur Freilassung ihres Großvaters aus dem KZ. Ihr Großvater und Hermann Göring, Hitlers Reichsmarschall, die flogen ja im Ersten Weltkrieg 3 Monate zusammen in einem Geschwader. Die Vermutung liegt also nahe, dass sie sich kannten, vielleicht auch miteinander geredet haben. Gibt es denn eigentlich Belege dafür, dass Hermann Göring bei der überraschenden Freilassung ihres Großvaters irgendwie die Finger mit im Spiel hat? Schriftliche Belege gibt es dazu nicht, weil Göring der sich in noch anderen, noch, ich sag mal, aufsehenerregenderen Fällen einfach mal, also Juden genommen hat und sie quasi arisiert hat, ja? Also sozusagen den Rassismus der Nazis quasi weggewischt hat, weil er sich diesen Personen irgendwie zunutze machen wollte. Hat er nie was Schriftliches hinterlassen, wenn er mit Juden zu tun hatte. Da gab es nur mündliche Geschichten. Aber gibt's andere Belege? Es gibt Belege insofern, als es gab einen jüdischen Rechtsanwalt, der gut befreundet war mit meinem Großvater, der auch in dem Prozess sein Verteidiger war. Der ist nach Berlin ins Reichsluftfahrtministerium gefahren und hat versucht, bei Göring vorzusprechen. Ob er direkt zu ihm persönlich hinkam, wissen wir nicht. Aber er war da, weil seine Tochter hat uns das später auch erzählt. Mhm. Und er hat sich dort für meinen Großvater eingesetzt. Und kurz danach wurde er freigelassen. Also man kann ganz sicher davon ausgehen, dass Hermann Göring das angewiesen hat. Was glauben Sie, wie war das für Ihren Großvater? Denn er hat ja die Freiheit eigentlich einem Nazi zu verdanken, ne? Ich glaube, in der Situation nimmt man alles, was man kriegen kann. Also ich glaube, dass interessanterweise ist später, als Göring in Nürnberg vor Gericht stand bei den Nürnberger Prozessen, ist einer der Anwälte Görings nach London gekommen und hat meinen Großvater gefragt, ob er denn nicht zugunsten Görings aussagen würde, weil Göring ihm ja schließlich geholfen habe. Und mein Vater sagt, mein Großvater habe das abgelehnt, auch mit der Bemerkung, der ist sowieso so gut wie tot, aber er hatte kein Interesse, Göring. Also insofern, das hat ihm jetzt nicht so positiv angerechnet. Sie haben gerade die Arisierung erwähnt. Die wurde auch Ihrem Großvater angeboten, als er nämlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hätte dann bei der Luftwaffe anfangen können, hatte aber abgelehnt und ist nach England gegangen. Warum? Ja, offensichtlich hat er dann doch so viel, ich sag jetzt mal, Stolz gehabt. Ich bin eigentlich froh darüber, dass er dieses absurde Geschäft, ich mach aus dir ein Arier, abgelehnt hat. Man hat ihm die Alternative gesagt, Arier werden oder ausreisen. Und dann hat er die Ausreise gewählt. Man muss natürlich auch wissen, er wusste zu dem Zeitpunkt natürlich, dass seine Kinder in England sind. Ja. Und er hat die Chance einfach genutzt und hat gesagt, wenn ich hier ausreisen kann, dann komme ich vielleicht nach England zu den Kindern. Dort hat er sich nie so richtig wohlgefühlt und ist dann nach
knapp 9 Jahren wieder zurück nach Deutschland. Wieso? Also man wusste ja immer noch nicht so ganz genau, was einen in Deutschland als Jude erwartet. Ja, einerseits, weil er sich in England nicht wohlgefühlt hat und weil er da nicht Fuß gefasst hat, aber in erster Linie, weil dieser wahnsinnige Patriotismus, der ihn infiziert hatte schon in der Jugend und im Ersten Weltkrieg, immer noch so tief in ihm drin saß, dass er irgendwie dachte, diese 12 Jahre tausendjähriges Nazireich, das lässt sich irgendwie überspringen und er könne vielleicht 1950 wieder da anfangen, wo er 32, 33 aufhören musste. Also irgendwie hat er gedacht, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei der Antisemitismus in Deutschland verschwunden und die Nazis seien weg. Da hat er sich fürchterlich getäuscht, aber er wollte unbedingt wieder zurück. Er war ja einer der ganz, ganz wenigen, die das gemacht haben. Er sprach mal davon, Deutschland ist mein Heroin. Ja. Das ist ja auch eine krasse Formulierung eigentlich. Ja, also er war wirklich süchtig nach der deutschen Sprache, nach der deutschen Kultur. Können Sie diesen Patriotismus verstehen? Ja, kann ich schon verstehen. Wer so aufgewachsen ist wie er, im Grunde genommen, sozusagen, das ist, seine Identität war so deutsch, viel deutscher als jüdisch, da muss man ganz klar sagen. Das war für ihn so primär wichtig. Das konnte halt nicht mehr ablegen. Es ist ja so, dass auch viele deutsche Juden, die zum Beispiel nach Palästina ausgereist sind, die dann in Israel gelebt haben, ja bis zu ihrem Ende immer darunter gelitten haben, dass sie der deutschen Kultur und der deutschen Sprache verlustig waren plötzlich. Und er war einer der wenigen, der es halt in Deutschland wieder versucht hat. Aber dieses Leiden, das hatten viele. Fritz Beckert hatte sein Eigentum trotz der Flucht nie verkauft, sondern nur verpachtet. Er rechnete also bei seiner Rückkehr mit einer unkomplizierten Übergabe und einer unbürokratischen Entschädigung für die Schäden und das Leid. Ein Irrtum. Wiesbaden 1949. Wie überall in Deutschland redet man von Neuanfang und von Versöhnung. Bundespräsident Heuss und der amerikanische Hohe Kommissar McCloy wohnt in einer Feierstunde der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Wiesbaden bei. Nach einer Rede des deutschen Staatsoberhauptes von hohem menschlichen und geistigen Format sprach Dr. Alfred Meyer, der jüdische Vertreter, über Weg und Ziel aller Religionen. Die Liebe von Mensch zu Mensch. In und um Wiesbaden herrscht emsiges Treiben. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder lassen die Kriegsruinen langsam verschwinden. Mit Fleiß und harter Arbeit bauen Kurt und sein Vater den Laden aus. 1955 haben die Beckharts das erste Selbstbedienungsgeschäft in der ganzen Gegend. Doch Wohlstand will sich nicht einstellen. Wir wurden in keine gesetzliche Krankenkasse aufgenommen, mussten uns privat versichern. Wir hatten kaum Geld dazu. Und meine Mutter und ich haben über 6 Jahre lang, nachdem mein Vater ausgesteuert war, von seiner Privatversicherung, das gab es damals noch, haben wir alles bezahlt. Meine Mutter war eine bettelarme Frau. Mit den Ämtern kämpfen die Beckharts noch immer um eine Entschädigung für das verlorene Vermögen, den gesamten Besitz, den sie bei der Flucht zurücklassen mussten. Trotz der angespannten Zeitsituation habe ich doch noch versucht, persönlich dahin zu gehen, weil ich immer in dem Glauben bin, mit den Leuten kann ich reden. Aber die wollten nicht mit sich reden lassen. Und da war die Fragestellung wie im Dritten Reich. Das ist absolut Sachen, die ganz bewusst der Unterton, den Juden glauben wir einfach nicht. Fritz Beckhardt beginnt zu resignieren. Er erleidet einen Schlaganfall. Zusammen mit Emma hat er nur noch ein paar Jahre. Sie müssen sehr bescheiden leben und werden von ihrem Sohn unterstützt. Fritz stirbt 1962. Seine Frau Emma 20 Jahre später. Ihr Großvater hat eigentlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder richtig Fuß fassen können. Was waren da die Gründe dafür?
Ja, das war schon noch der Widerstand der alten NS-Bürokratie, die ja immer noch in weiten Teilen im Amt war. Das fing ja schon damit an, dass sie in das Haus, in das Geschäft erstmal nicht reinkam, weil da noch ein Nazi drin saß. Das dauerte ein halbes Jahr. Das mussten sie sich gerichtlich erstreiten. Und ansonsten sind sie ununterbrochen an der Bürokratie gescheitert. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel. Mein Vater, wie alle politisch Verfolgten oder NS-Verfolgten, bekam so einen Verfolgtenausweis. Mhm. Da waren in 4 Besatzungssprachen, Englisch, Französisch, Russisch und so weiter, stand halt drin, dass die Behörden dem Inhaber dieses Ausweises helfen sollten. Mein Vater versuchte, in die Krankenkasse aufgenommen zu werden. Ein alter Sozialdemokrat kam auf ihn zu und sagte: Herr Becker, geben Sie mir mal Ihren Ausweis, ich kümmere mich darum. Nach einer Woche oder 2 Wochen kam er zurück und hat meinem Vater ganz enttäuscht den Ausweis zurückgegeben und hat gesagt, ich habe das nicht geschafft. Da sitzen immer noch die alten Nazis. Und das heißt, dieser Verfolgtenausweis, der hat im Prinzip so gewirkt in der Bundesrepublik Deutschland wie während der Nazizeit der Judenstern. Ja, nach diesen Erfahrungen kann man natürlich auch verstehen, warum Ihre Eltern Sie dann wiederum katholisch haben taufen lassen. Aber Sie haben dann trotzdem den Schritt gemacht und sind einer jüdischen Gemeinde beigetreten. Warum? Ja, nachdem ich natürlich diese Geschichte weitestgehend recherchiert hatte und dann am Ende auch noch durch einen jüdischen Kollegen erfahren habe, der sich meine Familienverhältnisse hat genauer beschreiben lassen, dass ich nach dem jüdischen Religionsgesetz, der sogenannten Halacha, Jude bin, wollte ich einfach einen Deckel auf den Topf machen. Ich wollte einfach in die Familientradition wieder eintreten. Ich habe verstanden, dass meine Eltern mich haben taufen lassen, weil sie dieses jüdische Schicksal mir ersparen wollten. Aber 30 Jahre später habe ich in dieser Bundesrepublik Deutschland nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich mich verstecken müsse und wollte einfach in die Familiengeschichte eintreten, auch meine ermordeten Vorfahren damit ehren. Mhm. Und deswegen bin ich Mitglied der jüdischen Gemeinschaft geworden. Und Sie sind sogar auch noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich als erwachsener Mann mit 45 beschneiden lassen. Warum haben Sie sich diesem Ritual unterzogen? Einfach, weil das für mich sozusagen so der Abschluss der Wiederfindung einer jüdischen Identität war. Alle männlichen Vorfahren von mir wurden beschnitten, Jahrhunderte weit zurück. Aber wenn Sie sagen Abschluss, normalerweise ist das ja der Beginn. Man wird am 8. Tag beschnitten als Säugling. Richtig, klar. Wenn man natürlich sozusagen als Jude in einer Familie aufwächst und geboren wird, dann ist es der Beginn einer jüdischen Identität, aber gleichzeitig auch das Symbol für die Aufnahme in den Bund, so heißt es in der Bibel, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und in diesen Bund habe ich mich auch aufnehmen lassen dadurch. Ich habe auch später noch mal in der Synagoge einmal aus der Tora gelesen, um quasi noch so eine Art Bar Mitzwa. Ich habe ja früher eine Kommunion gehabt als Katholik, die noch mal nachzuholen. Aber im Grunde war das die Beschneidung, das war so für mich der Deckel drauf. Finale, so jetzt bist du wirklich Jude mit allem drum und dran. Wie hat Ihr Vater darauf reagiert, dass Sie sich angeschaut haben? Der war total begeistert, der ist mitgefahren zur Beschneidung, der hat dort gesessen, hat die Kippa gehabt, der hat sich das auch nicht nehmen lassen, hat gesagt, das bezahle ich. Ja, wir sind ja bei einem jüdischen Arzt gewesen, der das durchgeführt hat. Der ist total begeistert gewesen, der hat eingesehen, dass das in der jetzigen Zeit für mich der richtige Weg ist und ist eigentlich froh gewesen, dass ich das korrigiert habe, was er nicht schon mit mir als Säugling hätte machen sollen. Tragen Sie dann auch eine Kippa, diese typische jüdische Kopfbedeckung? Deckung? Nur wenn ich in die Synagoge oder auf den Friedhof gehe. Ich bin nach wie vor kein sehr religiöser Mensch und in der Öffentlichkeit hier mit Kippa rumzulaufen, aufgrund der jüngsten Ereignisse, die auch in Frankreich waren und so weiter, wäre auch nicht meine Sache. Auch deswegen frage ich eben, weil die Übergriffe gegenüber Juden zugenommen haben, deutlich zugenommen haben. Das geht sogar so weit, dass der Zentralrat der Juden davor warnt, in einigen Stadtteilen in Berlin die Kippa nicht zu tragen. Also er warnt davor, sie zu tragen. Es sind Sicherheitsvorkehrungen, die für die Mitglieder der jüdischen Gemeinde und auch für die Teilnehmer des jüdischen Jugendkongresses in Berlin leider Alltag sind. Ankunft in Berlin. Ea Lewinsky und seine Freunde wollen mitdiskutieren beim jüdischen Jugendkongress. Das Hotel dürfen wir nicht von außen zeigen, aus Sicherheitsgründen. Die Polizei schützt die Veranstaltung rund um die Uhr. Jüdischer Alltag in Deutschland, immer wieder im Ausnahmezustand. Hier eine Kippa zu tragen, selbstverständlich. Doch draußen auf der Straße überlegen sich das viele anders. Ea Lewinsky wurde als Schüler angepöbelt, gefragt, ob er beschnitten sei. Seitdem verzichtet er in der Öffentlichkeit auf seine Kippa, wie viele seiner Freunde. Zum Beispiel, ein Freund läuft mit einer Kippa rum und da wird er gefragt, so, bist du Jude, was ist du scheiß Jude, sowas wird schon mal auf einen geworfen. Und da muss man erst mal klären, so, was ist denn los mit dir, warum fängst du mich als an und zu pöbeln, nur wegen meiner Religion. Ich sag doch auch nichts, wenn du deine Religion auslebst, was ist dein Problem? Und dann geht's los in der Diskussion und das kann auch sehr schnell mit Fäusten enden, also leider. Anfeindungen, Pöbeleien, Übergriffe.
Jeder hier hat seine eigene Geschichte. Ilana Glutz wurde in der Kölner Innenstadt von 5 jungen Männern bedrängt und angespuckt. Passanten haben zugeschaut. Und alles nur, weil sie eine David-Sternkette trug. Ich denke, es ist schon kontraproduktiv, dass man sich zurückzieht. Aber ich glaube, es kommt natürlich auch von den anderen Leuten, weil ich habe 19 Jahre lang eine David-Sternkette getragen. Das ist das erste Jahr, in dem ich keine trage. Das allererste Jahr. Deutschland den Rücken kehren, sich verstecken, das wollen die wenigsten. Doch ständig über die eigene Religion, sein Äußeres nachzudenken, das fällt schwer. Das ist wie Schachspielen. Man überlegt sich ein paar Züge voraus. Sollte ich jetzt dieses T-Shirt tragen mit irgendwelchen hebräischen Wörtern? Oder sollte ich jetzt in diesem Moment die Kippa tragen? Oder ich denke, auch wenn ich aus der Synagoge rausgehe, habe ich meine Kippa jetzt ausgezogen? Alles in Ordnung? Okay, los geht's. Der Zentralrat der Juden warnt unter anderem vor Stadtteilen mit vielen muslimischen Mitbürgern. Doch sind Bezirke wie Berlin-Neukölln wirklich eine No-Go-Area für Juden? Hanna Zuberi möchte das nicht akzeptieren. Sie wohnt seit 3 Jahren hier. Doch Angst um sich oder Tochter Naomi hat sie nicht. In der U-Bahn oder auf dem Markt spricht sie Hebräisch. Das Problem, sagt sie, sei nicht der Antisemitismus unter einigen Muslimen, sondern der Antisemitismus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Sie will den Dialog, engagiert sich mit muslimischen Freunden für ein friedliches Zusammenleben. Beide Seiten werden davon profitieren, müssen davon profitieren. Und ständig sozusagen einen Spalt zwischen diese Gemeinden zu treiben, indem man jetzt Neukölln als No-Go-Area darstellt, führt zu nichts und ist letztendlich am destruktivsten für uns, für die jüdische Gemeinde. Hanna Zuberi sagt, Neukölln müsse eine No-Go-Area sein, aber bitteschön nur für Rassisten. Ja, da scheinen viele aus der Geschichte leider immer noch gar nichts gelernt zu haben. Herr Beckert, Benjamin Netanyahu sagte Anfang 2015 sogar, es sei Zeit für die Juden, Europa zu verlassen. Was halten Sie davon? Gut, da war er gerade im Wahlkampf. Ja, jetzt ist er ja frisch wiedergewählt worden. Davon halte ich überhaupt nichts. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir jetzt mal speziell Deutschland nehmen, dass Juden in Deutschland jetzt gefährdeter werden als in Israel. Ja, also der israelische Staat, die jetzige israelische Regierung zumindest, ist ja nicht in der Lage, sozusagen die Juden dort besser zu schützen gegen terroristische Angriffe. Und das halte ich für Propaganda. Es ist gut, dass es Israel gibt. Das ist immer eine letzte Zuflucht für uns europäische Juden. Aber wer hier im europäischen Wertesystem, in den europäischen Demokratien aufgewachsen ist, hier zu Hause ist, der kann, glaube ich, durch sein Hierbleiben immer noch eine Menge dafür tun, dass es hier nicht eskaliert. Also ich würde hier nicht so einfach weggehen, abgesehen davon, dass es für mich persönlich eine Katastrophe wäre. Also ich bin ja Journalist, das heißt, also ich bin Buchautor. Meine Sprache, ich könnte weder in England, in den USA, aber erst recht nicht in Israel weiterarbeiten. Da stünde ich ja auch persönlich vor existenziellen Problemen. Stehen Sie denn vor der Frage, haben Sie persönlich Angst als Jude in Deutschland? Nein, überhaupt nicht. Das kann man nicht sagen, nein. Ich würde allerdings so, wie die Jugendlichen das eben beschrieben haben, auch nicht mit einer Kippa auf der Straße rumlaufen. Zum Glück bin ich nicht so religiös, dass es mich drängt, das zu tun. Aber ich halte Juden, die mit Kippa draußen rumlaufen, in der momentanen Situation für mutige Menschen. Sicherlich, sagen wir mal, ist es in Paris mutiger als in Berlin. Aber das kann sich auch hier in Deutschland sehr schnell ändern. Aber wie erklären Sie sich, dass vor allen Dingen im vergangenen Jahr Zugriffe auf Juden mit antisemitischem Hintergrund drastisch zugenommen haben? Nicht nur in Deutschland, Sie haben es gerade angesprochen, Frankreich, aber auch Belgien, Dänemark. Da werden Juden gezielt ermordet, da werden Synagogen besudelt, Friedhöfe geschändet. Das hatten wir doch alles schon mal. Wiederholt sich da die Geschichte? Na, die Geschichte wiederholt sich nie so, wie sie mal abgelaufen ist, aber Teile eben offensichtlich schon. Der Antisemitismus war ja nie weg. Der war ja nur in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgrund von Charme und auch von Political Correctness und verschiedenen anderen Maßnahmen, auch unter dem Besatzungsregime, was es anfangs noch gab, ist halt nicht hochgekommen. Und jetzt im Grunde genommen kommt der ganz normale Antisemitismus, der immer in den europäischen Gesellschaften da war, auch in Deutschland da war, der kommt jetzt wieder an die Oberfläche. Und warum jetzt? Warum das jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Monaten so eskaliert ist, das hat sicherlich ein bisschen was auch mit dem Gaza-Krieg, mit dem letzten zu tun. Das hat was damit zu tun, in Frankreich wissen wir es ja klar, dass die Muslime stark diskriminiert sind, dass sich da plötzlich mit rechtsextreme Gruppen, die es hier auch in Deutschland gibt, mit den Muslimen teilweise zufälligerweise treffen. Das ist das eine zufällige Zeiteinheit, würde ich sagen. Aber es hat auch was damit zu tun, dass einfach die
die Scham und die Rücksichtsnahme und das Bewusstsein für das, was in der deutschen Geschichte mal sozusagen sich ereignet hat, dass das zunehmend abnimmt und jetzt, ich sag mal, der Antisemitismus wieder frecher wird. Ja? Der kommt jetzt wieder raus und zeigt sich jetzt wieder. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Kaiserreich, wo der Begriff des Antisemitismus geboren wurde, da haben sich ja die Judenhasser selbst Antisemiten genannt, dass sie stolz waren, Antisemiten zu sein, und das kommt jetzt vielleicht langsam wieder. Mhm. Wenn wir nochmal auf Deutschland gucken, können Sie es dann verstehen bei dieser bedrohlichen Lage, dass manche Juden aus Deutschland fliehen? Ja, aus Deutschland fliehen ja nur sehr wenige, aber aus anderen europäischen Staaten, aus Frankreich in jedem Fall deutlich mehr. Ja, klar kann ich das verstehen. Und wenn jemand sowieso das innere Bedürfnis hat und vielleicht auch noch eher religiös ist, dann gibt es noch andere Motive, nach Israel zu gehen. Das kann ich niemandem vorwerfen. Für mich wäre es nicht der richtige Weg, wäre auch nicht sozusagen in unserer Familientradition, nach dem, was wir hier schon gesehen haben. Insofern, ich bleibe hier sozusagen, bis kurz vor Schluss. Ja? Aber wenn es hier wirklich eskaliert, dann gehe ich auch. Ja. Hoffentlich passiert das nicht. Herr Beckert, die Geschichte Ihrer Familie haben Sie über Jahre hinweg recherchiert. Sie haben auch ein Buch drüber geschrieben, mit dem Sie auf Lesungen gehen. Und Ihr Vater, der begleitet Sie gerne mal dabei. Für Kurt Beckert ist dieser Abend in Bonn ein ganz besonderer. Denn zusammen mit seiner Frau begleitet er seinen Sohn Lorenz zu einer Lesung im Haus der Geschichte. Dass sein Leben als Nazi-Opfer und die bewegende Vergangenheit seiner Familie jetzt endlich öffentlich gemacht wurde, für den Vater eine Befreiung. Ich habe jahrelang schweigen müssen, aus jeweils verschiedenen Gründen. Und ich freue mich, dass das jetzt endlich auch zur Sprache kommt. Dass mein Vater mich begleitet, ist eigentlich ein ganz großartiges Erlebnis. Wobei ich fairerweise sagen muss, auch dass meine Mutter dabei ist, ebenso. Also es ist einfach so, dass meine Eltern ja eine fürchterliche Kindheit im Nationalsozialismus hatten, wenn man das mal grob zusammenfasst. Und die Tatsache, dass die einfach auch nochmal auf Menschen stoßen, die anders als in der Nachkriegszeit, wo sie abgelehnt wurden, plötzlich ein großes Interesse an ihnen, an ihrer Biografie und an dem haben, was ihnen widerfahren ist, das ist natürlich das Größte, was so passieren kann. Fast sein ganzes Leben lang hat der inzwischen 88-Jährige nur selten über seine Vergangenheit gesprochen. Doch heute möchte er aufklären, will, dass seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb versucht er, wann immer es geht, bei den Lesungen seines Sohnes dabei zu sein. Das spielt jetzt zu einer Zeit, da war mein Vater ungefähr 8, in einer Volksschule in Wiesbaden in der Innenstadt, als einziger Jude der Klasse. Neben den vielen verdrängten Schmähungen, den Hänseleien und Prügeleien treten in kurzer Erinnerung immer wieder die Momente hervor, in denen er sich mit kindlicher Ironie über das Nazivolk erhoben hat. Dazu gehört das Bild des fetten SA-Mannes, den er beim Wiesbadener Pfingstreitturnier vom Pferd fallen sah. Ich liebe sein zufriedenes Grinsen, wenn er beschreibt, wie der arische Herrenmensch in einem über Fettwülste gespannten Braunhemd vor ihm in den Dreck fällt. Kurt ist gerade mal 12. Als er kurz vor Kriegsbeginn nach England flüchtet. Auch von dieser Zeit kommen während der Lesung wieder Erinnerungen hoch. Wir hatten ein tolles Jungensleben, keine Schule und morgens aufstehen, Frühstück und spielen. Fußball oder am Fluss haben wir ein Floß gebaut, also das war sehr schön. Nur nachts bin ich aufgewacht und da kam natürlich das Heimweh. Auch beim Bonner Publikum hinterlässt der Auftritt von Vater und Sohn Eindruck. Ich glaube, dass dieser Schritt der beiden, diese Familiengeschichte aufzuarbeiten, besonders ist. Wir haben alle Filme gesehen und nachgestellte Dokumentarfilme. Das ist aber nicht zu vergleichen mit so, wenn eine Person vor einem sitzt, lebendig ist, sprechen will, Dinge erzählt. Also das ist schon was ganz Berührendes. Das Interesse an seiner Geschichte. Für Kurt Beckert eine Art später seelischer Wiedergutmachung. Es war sehr schön und war sehr interessant. Und die Resonanz und die vielen Fragen, das war wirklich ein bewegender Abend. Ich bin stolz auf meinen Sohn und das ist ein Wort, das ich äußerst selten gebrauche, weil es so oft missbraucht wird. Schön. Wie ist das, wenn der Vater so stolz auf den Sohn ist? Tja, ist natürlich toll im Grunde genommen. Also ein
Ergebnis meiner Recherchen, des Films, den wir gemacht haben und auch des Buches, das ich geschrieben habe, ist ja, dass ich meinem Vater, natürlich ein Stück weit auch meiner Mutter, aber in erster Linie meinem Vater, ein bisschen Genugtuung, ein bisschen Wiedergutmachung geben konnte, seelische Wiedergutmachung. Mhm. Ja, man redet bei Wiedergutmachung ja immer über die 50er und 60er Jahre, über materielle Dinge. Aber wenn man so eine Kindheit und so eine Jugend hinter sich hat und dann natürlich auch noch diese Erfahrung dann später des Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland, dann konnte ich ihm einfach, indem ich ihm zum Sprechen verholfen habe, indem ich ihm zu einer Öffentlichkeit verholfen habe, habe ich ihm einfach ein Stück seelisches Leid auch genommen. Und er ist da sehr glücklich drüber. Und was Schöneres kann einem Sohn ja nicht passieren. Was hat das mit Ihrer Beziehung gemacht? Hat Sie das noch näher zusammengebracht? Ja, wir waren immer eng zusammen, meine Eltern und ich. Und ich habe auch eine Schwester, auch da ist die Beziehung sehr eng. Aber ich glaube, sie ist noch enger geworden. Wenn sie überhaupt noch enger werden kann, dann ist sie das noch. Ja. Das ist ja toll. Ja. Was wollen Sie mit dem Buch, mit Ihrer Geschichte erreichen? Ja, ich habe ja nicht nur eine deutsch-jüdische Familiengeschichte geschrieben, sondern ich habe ja parallel, in einer Parallelhandlung quasi die deutsche Geschichte, die jüdisch-deutsche Geschichte und die deutsche Geschichte allgemein. Mhm. Fast schon vom Mittelalter über das Kaiserreich, die Weimarer Zeit, den Krieg in die Bundesrepublik mitlaufen lassen, weil ich eigentlich auch eine Art Geschichtsbuch schreiben wollte, wo junge Menschen, aber auch ältere, wer immer mag, nicht nur unsere Familie kennenlernt, sondern auch nochmal den Nationalsozialismus und den Antisemitismus ein mhm. Stück weit versteht und auch ein Stück weit deutsche Geschichte sich nochmal aneignen kann, weil mich selber Geschichte immer schon interessiert hat. Und mir wäre diese Familienbiografie alleine einfach auch zu wenig gewesen. Und davon mhm. gibt es auch schon sehr viele. Mhm. Und insofern, dass ich dieses Geschichtsbuch schreiben konnte, was Geschichte so lebendig macht, das sagen wir auch alle auf den Lesungen wieder, dass sie die Geschichte noch mal ganz neu erlebt haben und viel intensiver begriffen haben, dass mir das einigermaßen gelungen ist, das freut mich sehr. Wenn Sie gerade den Antisemitismus ansprechen, was glauben Sie, wie lange wird es den noch geben? Den wird es ewig geben. Sie haben gerade nämlich davon gesprochen, der gehört irgendwie auch dazu. Der Antisemitismus lässt sich nicht. Ja, das ist furchtbar, das kann man so sagen, aber ich würde mal mittlerweile sagen, das ist jetzt in meinem Alter, ich bin Mitte 50, bin ich irgendwann zu dieser Erkenntnis gekommen. Dummheit werden sie auch nie ausrotten können und den Antisemitismus eben auch nicht, leider Gottes. Also ich glaube, wir werden nie einen so aufgeklärten Zustand einer Gesellschaft insgesamt erreichen können, dass die Menschen auf Sündenböcke und auf solche Feindbilder und auf solche Wahnvorstellungen irgendwie verzichten können in ihrer Masse mhm. alle zusammen. Es wird es leider immer geben, ja. Was wünschen Sie sich? Wie kann es weitergehen? Jetzt meinen Sie mit dem Buch speziell oder sozusagen in Deutschland? Sie können ja erstmal auf Deutschland antworten und dann aufs Buch kommen. In Deutschland muss es einfach so weitergehen, dass wir immer weiterhin konsequente Politiker haben werden, wie es mit der aktuellen Bundesregierung der Fall ist, eigentlich mit allen im Bundestag vertretenen Parteien, dass der aufgeklärte Teil der Gesellschaft immer wieder auf die Geschichte hinweist, aber nicht im Sinne von Schuldzuweisungen oder Scham, denn die Zeit ist definitiv vorbei, die Täter leben nicht mehr, sondern im Sinne von Verantwortung. Mhm. Und wir können dem Antisemitismus als ein permanenten Phänomen nur durch Aufklärung und Gegenaktion und auch durch Ausgrenzung, wenn es nicht mehr weitergeht, begegnen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Da sind wir dann wieder bei Ihrem Buch. Was haben Sie mit dem vor? Ja, bei dem Buch ist es so gewesen, dass bei den Lesungen interessanterweise immer am Ende, wenn ich dann auch signiert habe, Lehrer auf mich zukamen und gesagt haben, wahnsinniges Geschichtsbuch, das muss unbedingt in den Geschichtsunterricht. Mhm. Mittlerweile habe ich mich schlau gemacht und habe erfahren, die Lehrer selbst können das in den Unterricht einfach integrieren. Und ich würde einfach sagen, allen, die dieser Sendung zugucken, kann ich sagen, wann immer dein Lehrer drunter ist, wo immer eine Schule im deutschsprachigen Raum zwischen Wien und Passau und Zürich dieses Buch zu einem Projekt machen wird, komme ich vorbei, rede mit den Schülern und lese. Man hat's gehört. Lorenz Becker, vielen Dank, dass Sie da waren und uns Ihre spannende Lebensgeschichte erzählt haben. Dankeschön und an Sie auch ein herzliches Dankeschön. Das war Planet Wissen für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.